Es ist nicht so, dass ich mich freuen würde, weißt du, ich habe jemanden umgebracht. Hey, Kasperle! Was geht bei dir ab, Herr Johnny? Inferno. Ich möchte gerne bei Johnny Kasper gibt euch die Chance mitmachen. Ja, Johnny, ich möchte gerne teilnehmen an deiner Chancenvergabe. Ich merk's richtig heute. Ich dachte mir, komm, machst du mal hier ein normales Spiel damit. Richtig, also richtig MM. Matchmaking, ja. Nicht so Pillepalle, Wurstgesicht und sowas. Finde ich immer sehr edel, wenn man als YouTuber anderen YouTubern die Chance gibt, gezeigt zu werden, sag ich mal. Hello. Hello, man. Russen! Ja! Bei dieser ganzen Geschichte, mit dieser Chance, ist es ja, geht es ja darum, dass man sich praktisch vorstellt. Denn das Video wird. Ich bin der Schleicher. Was ist mit unserer Bombe los, Mann? Nice. Oh Gott, bin ich gut! Bei sowas könnte ich ja wieder total hier den Stuhlgang aus meiner Hose rauskratzen, ja, weil ich. Das kann doch nicht. Es kann doch nicht sein, dass wir schon wieder einen AFKler haben hier! Wir sind zu dritt! What the fuck? That? Nein, er ist ausgetimed. Fick die Wurst, Mann. Ich allein gegen vier. Meine haarige Mutter. Ah! Er fickt mich doch, Mann! Was habe ich denn für ein Ping? Oh, ein Ping von 70. Ist natürlich. Ein 70er Ping ist natürlich schon schlecht. Es ist geil, oder? Man will was aufnehmen und dann denken sich alle, komm, ich bin einfach mal ein Hurensohn. Aber so ein richtiger Hurensohn. So richtig. Ah, die Mutter ist richtig hart dabei. Ich geh nur für den Puff, geh weg. Nein! Ich meine, mit einem Bot kann man schon noch gewinnen. Immerhin sind jetzt wohl die anderen vier da. Man stellt sich in diesen Videos ja vor, ne? Weil, wenn man gewinnen sollte, wird ja das Video von einem, bei demjenigen auf dem Kanal vorgestellt, ja? Und da will man natürlich gut aussehen. Wobei ich ganz klar finde, ganz klar, ja? Wieso? Oh Gott! Ganz klar muss man einfach sagen, ja, dass man nichts machen sollte in so einem Video. Geht weg, alle, sonst fick ich euch tot. Ich finde, man soll nichts Besonderes machen, wisst ihr? Nicht auf einmal irgendwie rausgehen und mit Menschen sprechen oder sich vollkacken oder tanzen oder sowas. Wenn man das nicht immer mal wieder macht auf dem Kanal, ja. Ich finde, man sollte nicht irgendwas machen, was man dann nur ein einziges Mal in seinem Leben gemacht hat für dieses Video. Man sollte schon Standards bleiben. Also man sollte schon was Besonderes machen, aber etwas, was man auch mal öfter machen kann, ja. Und das mache ich hier auf jeden Fall knallhart. Solche Videos wie dieses hier mache ich eben öfter. Ich sollte vielleicht mal verschwinden. Oh. What? Fuck! Oh, wir machen einen Timeout von einer Minute. Herrlich. Ich vergesse voll meine Rede. Ich bin noch verreckt. Wisst ihr, ich denke mir noch. Ja gut, denke ich mir. Oder doch nicht. Und gerade weil ich es gut mit dir meine. 70er Ping. 73, also eigentlich schon fast 100, ja, wenn man so will. Super Timeout, Leute, super Timeout, haben wir gut genutzt, wir haben was draus gemacht. Hacks off, please. Echt eine edle Geschichte, vielen Dank, Johnny, an dich, gell, um mal jetzt direkt mit dir zu sprechen. Finde ich echt cool, dass du sowas machst. Ich kann das auch nur so unterstreichen, ich kenne einige Leute, die machen wirklich guten Content. Und er wird nicht gesehen, es wird einfach unter den Tisch gekehrt praktisch. Also ist es noch nicht mal ein Tisch vorhanden, unter den es gekehrt werden kann. Warum sind wir nur noch drei? Leute, 3 gegen 5, warum? Haben wir das jetzt schon wieder gemacht? Fuck, Mann! Nein! Er wurde geklatscht. Aber ich habe ihm selbst nichts gegeben. Gute Voraussetzung für den Teamsieg. Oh my fucking God. Ja, nice, nice. Komm mit jetzt. Wir ficken sie jetzt durch. Ja! Da ist noch einer! Verarsch mich nicht, Mann! Boom, Blitz! Get out the way! Geh mal aus dem Weg, Schlampe. Ey, wir sind zu viert ficken. Und ich will nichts hören von wegen, ihr habt eure Cheats angemacht. Die sind von Anfang an schon auf, verstehst? Ja, ich weiß, dass ich lag. Aber dafür bin ich der Beste. Johnny, sag's ihnen. Ich spiele richtig hart krass mit dem Lenkrad. Also ich kann es jetzt nicht zeigen, aber ich spiele sowas von krass mit dem Lenkrad. Und ja, also damit geht's ab. Das ist euch stimmt gut. Wie er einfach voll robbt hier. Er robbt die ganze Orgelägerheit. Oh, I'm the fucking tight. Wenn man das von sich als Mann behauptet, ist es überhaupt gut, eher nicht, oder? Also ich meine, man will es eigentlich nicht herausfinden, ob man das ist, oder? Ich hätte so gerne Steckträger P90. Da wären schon längst die 1000... Aha! Hab ich gesehen, du Pisser, Mann. Ich fick dich durch. Von hinten. Au. Warum hast du es gemacht, oder was? Mein Mate hat mich angeballert. Alter, wie sie eskalieren. Es sind so richtige Rasuren hier. Abdi, Babdi, Gillette, Salakti. Oder was? Gillette Salami heißt das, gell? Gillette Salami-Style. Check Banane. Ich mach meine Banane. Wir haben 2 Hardboys. Weißt du, was die sind? Gut. Spack mal nicht so ab. Ja, ich lass mir gerne mal Zeit. Ich guck mir auch mal die Map an. Guck mal hier. Alter, hier ist ja ein Wasseranschluss die ganze Zeit. Und die fragen mich andauernd, wo ich das Wasser hernehme. Oh, Mann. Komm mit, wir gehen einfach mal auf Mitte, okay? Machst du mit oder was? Ich geh ins Haus, hä? Da ist einer, Achtung. Aua, Gillette Abdi. Da hast du gemeint, du kriegst mich oder was? I'm planting the bomb. Wisst ihr, was Bomb heißt? Arsch. I'm gonna smack that bomb. Wisch, wenn der die Bombe pflanzt, dann Bomb. Dann gießt da praktisch jemandem Öl über den Arsch. So einer geilen Ollen, wisch.
Mit Musik im Hintergrund. It's A. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch großartig zu dem Projekt an sich sagen soll. Ich finde es auf jeden Fall, wie gesagt, richtig edel von dir, Johnny, dass du Leute unterstützt. Ich habe vorletztes Video oder sowas gesagt, dass ich das auch irgendwann mal machen möchte, wenn ich etwas größer bin. Die, die mich kennen, wissen, dass ich ab und an Community-Abende veranstalte, beziehungsweise Skin-Giveaways mache oder jegliche Dinge. Ich mache sowas, so eine Challenge, wo ich immer eine Runde schaffen muss bei Arms Race. Und wenn ich es nicht schaffe, muss ich irgendwas machen. Den Ei auf den Kopf reiben zum Beispiel, war letztes Mal die Strafe. Und dann nehme ich von euch Usern natürlich auch die Strafen an. Ihr könnt Strafen vorschlagen, ihr könnt Handicaps vorschlagen. Bind dir ein Auge zu, schießt dir ins Bein, bevor du spielst. Solche Geschichten eben. Dann verlinke ich auch immer die Leute. Schreibt drunter, wer das war. Sag's im Video, weil ich einfach auch was zurückgeben will. Bereits jetzt, obwohl ich erst so klein bin. Aber wenn ich dieses, gibt euch die Chance, ja, vom Johnny, gewinnen wird. Ich sag's mal so, da ist doch einer. Dann könnte ich mir Skill kaufen vielleicht. 94, Mann. Wenn er sich zu fest die Nase putzt, stirbt er an einem Aneurysma. Ja, in meinem Bestreben eben auch den Leuten zu helfen, würde ich dann unterstützt werden. Johnny, ja? Wäre natürlich eine echt edle Geschichte. Ultra tight. Ich habe heute richtig fett umgeräumt hier auch. Ich muss euch das mal mit der Kamera irgendwann zeigen. Alter, voll die Laterne getroffen. Ich habe umgeräumt halt, ja. Nein, nein! Das ist knack, das ist knack. Knapp ist schwer zu sagen mit 10 offen. Guck mal an, wie ich gut bin. Mit 3 Sternen, 10 Kills, 5 Tode. Da gucken wir einfach mal nicht hin. 0 Assists. Na, ist jetzt eher schlecht. Ja, wir kommen nicht da. Okay, Leute, bitte versteckt euch und lasst euch nicht von der AWP wegholen, sonst raste ich ein bisschen aus. Und ihr wollt nicht sehen, wie es aussieht, wenn ich ausrasche. Ah. Du bist schön, aber dafür kannst du nicht. Ich hole mir einfach P90, die habe ich auf 4. Fuck. Auf 5. 6. Auf 3. Auf 2. Auf 2. Bring ich Fick jetzt ein. Sehe, wie ich ihn gekriegt habe. Der ist hinter der Wand erst gestorben. Also in der nächsten Runde. Komm, Hardboy. Eskalier mal bitte richtig. Spritz mal richtig ab wie so ein alter Spritzer, wie so ein Bock. Ja, nein, du kriegst mich jetzt nicht. Halt dein Maul, Mann. Ich hab einen 99 gegeben. Den Finger. Mann, ey. Fuck. Er wurde gemessert. Mit so einem schönen Messer, mit so einem geschwungenen. Das haben die Frauen in der Küche, weißt, wenn sie Fleisch schneiden. Johnny, zieh mal ein Messer. Fällt mir jetzt gerade so nebenbei ein. Ein schönes, aber ein geiles. Nicht so ein Buttermesser, nicht so ein Ding hier. Guck mal, das ist eine Butterglock. Ich muss ja wieder richtig abjizzen hier. Jizzkanone wird geladen. Jizz ist bereit in 3, 2, 1, Jizz. Bam, 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 bam. Es ist nicht so, dass ich mich freuen würde, weißt du, ich habe jemanden umgebracht. Es ist ja in erster Linie Mord. Aber dann in zweiter Linie, ja, wenn man in zweiter Linie wartet oder steht mit dem Auto und nicht da ist, um dein Auto wegzufahren. Du Fickermann! Dann hast du ja auch geschissen, wenn die Polizei kommt. Also von daher, habe ich schon gut gemacht, verstehst du? Ich werde jetzt einen 360 No-Scope machen mit meinem Messer. Knapp daneben gegangen, aber man kann natürlich so einen schweren Kill nicht jederzeit direkt auf Anhieb praktisch hinbekommen. Allein der Versuch zählt doch da schon um einiges. Er ist wirklich der Beste. Er hat mit 6 HP, hat er ihn so souverän weggeklatscht, wie manch anderer einfach nur sein Brot schmiert oder sowas. Keine Ahnung. Und selbst da sind ja viele dabei, die Krümel mit in die Butter machen und so Scheiß. Oh, I'm so tight. Immer bereit. Ich gehe sowas von auf A. Und Johnny, Diffuse. Ich habe mir eins gekauft, aber ich werde es nicht benutzen, weil ich so ein richtig harter Johnny bin. Ne? Harter Johnny, Long John Silver, Long Dong Ding Dong. Wann ist das Longus? Wenn einer meint, der muss hier ins Haus kommen, Alter, ist das kein Problem. Wenn 2 kommen, no problem. 3. Ah. Einer geht Mitte, der andere stellt sich irgendwo anders hin und stinkt. Nein. Oh mein Gott. Nice! Oh mein Gott, okay, gut. Ich glaube, wir holen das echt noch. Alter, krass. Also natürlich holen wir das noch. Was ist für eine behinderte Frage? Wir sind ultra gut. Hello, I'm speak. Don't push. Ich push doch nicht, Mann, du Dödel! Jetzt führe ich hier schon Diskussionen. Er sagt, ich würde pushen. Der sich in Darkroom stellt und nicht pusht, das ist doch nicht... Ich ist zur Hälfte gepusht. Aber ich stehe im Darkroom. Das ist ein beliebter Platz, gerade für P90-Menschen, oder? Alter! Was habe ich vorhin über Chernoff gesagt? Streicht es! Er ist gut. Chernoff ist der Beste. Mit einer Weste. Zu Hause. Mit einer Brause. Im Anus. Ich stehe jetzt schon seit X Runden hier bei CT in dem Haus. Und trotzdem kommen sie zu mir rein, stellen sich zu mir, drücken sich an mich, kuscheln mit mir. Ich weiß auch nicht, was sie da vorhaben. Aber ich kann euch eins sagen. Das sind wirklich richtige Kuschelbären. Das sind ja auch Russen. Klar, da ist es kalt. Ja, das ist nicht. Kannst du nicht viel machen. Wodka trinken. Kuscheln. Mit dem Wodka kuscheln. Naja. Du schon. Nice. Oh Gott, ich hab mich so erschreckt. Ich hab den noch nicht auf die Maus hochgehoben. Okay, wir sind nur zu zweit auf A. Was ist für eine geile Taktik? Wollen wir doch noch verlieren, okay? Nice. Geiler Scheiß, wirklich. Hab mir voll Spaß gemacht, hier nochmal abzurocken, ja. Und ich hoffe, dass ich eine Chance hab bei dir, Johnny, ja. Ich drück mir einfach mal selbst die Daumen, aber auch allen Teilnehmern. Ich drück zuerst euch die Daumen, so. Und jetzt mir. Nicht so fest, weil das ist eklig, wenn man sowas macht. Ich drück nur meine kleinen Finger. West Coast! Na, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alter, krass, wie flüssig das war, oder? Ciao.